Hallo. Hallo und herzlich willkommen hier bei uns im Studio oder wo auch immer Sie gucken, jetzt vom Fernseher. Wir würden Sie hier gerne begrüßen zu unserer Show, in der wir die Ergebnisse der Medienwoche für Kids präsentieren. 16 Teilnehmer waren wir. Es gab 2 Werkstattangebote. Einmal mit Kamera und Mikro auf der Themenjagd und Trickfilm. Einen ersten Trickfilm sehen wir jetzt. Hi, wie geht's? Hi Mike, wie geht's dir denn? Hi Günther. Komm Mike, wir gehen eine Runde. Okay, los. Oh, ein schönes Mofa. Das schnapp ich mir mal ganz schnell. Oh nein, wo ist mein Mofa? Oh nein! Entschuldigung, ich wollte das nicht klauen. Peng! Bida, bida. Komm, wir fahren wieder nach Hause. Okay. Es gibt noch 2 andere Trickfilme. Einen davon zeigen wir jetzt. Da habe ich mitgemacht. Wir haben den Trickfilm die Abenteuerfahrt genannt. Oh, Captain. 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 Ein Seeungeheuer. Was? Ein Seeungeheuer? Was ist denn hier bloß? Wieso ist das Schiff kaputt? Und wieso liegen hier alle? Wo ist unser Schatz? Ey, komm sofort zurück! Endlich, jetzt kann ich sie öffnen. Ist ja gar nichts drin. Uh-oh. Die Filme sind recht kurz. Ist das viel Arbeit? Also, wir haben jetzt den 1-Minuten-Film gerade gesehen. Und ja, der war ziemlich viel Aufwand. 10 Stunden haben wir da drin gesessen. Allein für den Schnitt schon 2 Stunden. Also. Ich habe ja vorher noch von einem anderen Thema gesprochen. Niklas, was für ein Thema war das nochmal? Das war mit Kamera und Mikro auf Themenjagd. Mhm. Das habe ich auch gemacht. Und das waren 8 Leute, aufgeteilt in 2 Teams. Ein Team war auf der Frühjahrsmesse. Hallo, heute sind wir auf der Spreira-Frühlingsmesse. Viel Spaß! Es ist Familientag und entsprechend herrscht auf dem Weg dichtes Gedränge. Schnell finden wir Besucher, die uns bereitwillig Auskunft geben, was ihnen am besten gefällt. Also, der Breakdancer hat mir jetzt am besten gefallen. Mir auch. Der Breakdancer. Langsam setzt er sich in Bewegung, aber der Speed nimmt zu. Ja, also ich finde es schön, dass der sich so schnell bewegt und dass der sich so schnell dreht. Also mir gefällt das Breakdance. Mir gefällt das Looping da vorne. Das Looping da vorne ist wirklich nichts für Menschen mit schwachen Nerven. Mal überschlägt sich das Ganze, mal bleibt man kopfüber in der Luft stehen. The Beast heißt es eigentlich und macht seinen Namen alle Ehre. Oh, wir sind erst seit kurzem hier, aber ansonsten finde ich Riesenrad immer ganz toll. Ich würde sagen, das Riesenrad. Und was gefällt Ihnen daran denn so? Das erinnert mich an meine Kindheit. Dieses Riesenrad wollen wir auch testen. Mit der Kamera steigen wir in eine Gondel und nach wenigen Minuten schauen wir uns Speyer von ganz oben an. Nach Norden der Dom, Wahrzeichen der Stadt. Im Süden liegt uns das Gelände des Technikmuseums mit dem Jumbo-Jet zu Füßen.
und Richtung Rhein hat man den Überblick über das ganze Gelände der Frühlingsmesse. Schräg gegenüber laufen ca. 10 Ponys im Kreis und Kinder unternehmen ihre ersten Reitversuche. Also wir betreiben hier in Speyer auf der Messe das Ponyreiten. Der Besitzer erzählt uns auch, wie er zum Reitpalast kam. Wir machen das Ponyreiten jetzt direkt seit 1965. Früher war es ein Zirkusunternehmen, ein größeres, das hat sich nicht mehr rentiert. Wenn die Ponys unterwegs sind, reisen ihre Stallungen gleich mit ihnen, als Schlafzimmer und als Pausenraum. Denn gearbeitet wird in Schichtbetrieb. Unser Hauptreisegebiet beläuft sich so um Bad Kreuznach in der Regel 200 Kilometer am weitesten in der Entfernung. Wir bereisen jährlich ca. 25 Veranstaltungen. Mittendrin liegt ein Biergarten. Betreiber ist Herr Barth, gleichzeitig der Sprecher der Schausteller. Also bei uns gibt es zu essen und zu trinken und wir versuchen das einfach ein bisschen schön zu machen, dass die Leute sich hier wohl fühlen können, in der Sonne sitzen und was Gutes essen und trinken und einfach einen schönen Tag erleben können. Als Schausteller kommt auch Herr Barth in unserer Gegend viel herum. Speyer, Frühjahrsmesse, Herbstmesse, Brezelfest, der Weihnachtsmarkt, dann die Mainzer Johannisnacht, dann in Gernsheim das Fischerfest, dann geht es bis nach Zweibrücken und im Umkreis von 80 Kilometern sind wir überall. Und irgendwann ist auch der Messebesuch zu Ende. Das war es schon leider mit unserem Besuch auf der Speyerer Frühlingsmesse. I remember years ago, someone told me I should take caution when it comes to love, I did. Wir haben Frau Wöhlert eingeladen. Sie ist Marktmeisterin und zuständig für die Frühjahrsmesse. Guten Tag. Hallo. Ja, hallo. Guten Tag. Also, Sie sind ja Marktmeisterin. Ja. Was machen Sie denn so? Also, ich kümmere mich um die Feste vorrangig. Es geht los bei der Auswahl der Beschicker. Die schicken mir vorab eine Bewerbung zu, wenn sie auf unser Fest kommen möchten. Und dann mache ich die Zulassungen dafür und schaue natürlich auch auf dem Messeplan, dass es passt, zeichne den ein. Und dann auch vor Ort schaue ich, dass beim Aufbau alles klappt und dann auch die Durchführung von dem Fest natürlich. Machen die eigentlich auch das Brezelfest? Nein, das Brezelfest, das macht der Verkehrsverein. Und der hat auch einen eigenen Marktmeister, der sich darum kümmert. Und die sind dafür verantwortlich. Und der Wochenmarkt? Also der Wochenmarkt, der liegt auch bei der Stadt Speyer. Allerdings gibt es da auch nochmal eine extra Abteilung. Und die kümmern sich dann um die Wochenmärkte. Es gibt ja viele verschiedene Arten von Ständen, von traditionellen Ständen wie Dosenwerfen bis zu den Hightech-Ständen wie The Beast, also die Riesenschiffschaukel. Ist das gewollt oder ist das einfach nur Zufall? Also wir haben so ungefähr 300 Bewerbungen für jedes Fest und da wählen wir natürlich verschiedene Kategorien an, sei es ein Dosenwerfstand oder auch ein Fahrgeschäft. Natürlich braucht jedes Fest so eine richtige tolle Attraktion und das hatten wir dieses Jahr mit dem Beast. Und was ist denn mit den Biergärten? Also sind die dann... Wie viele Biergärten gibt es eigentlich immer? Also jetzt auf der Frühjahrsmesse hatten wir 4 Biergärten. Ja, und die waren dann auch an verschiedenen Eckpunkten. Also bestanden. Immer dann das quasi in jedem Viertel genau. Vom Gelände. Gut verteilt. Ist, wo man sich dann hinsetzen genau, kann. Dass eben auch überall ein Verweilplatz ist, wo man sich mal hinsetzen kann, gemütlich was trinken kann, sich mit Freunden treffen kann. Sowas. Genau. Also, welche Stände waren für 2014 neu? Also es gibt natürlich viele Beschicker, die kommen oftmals. Es gibt auch viele Speyerer-Beschicker oder Schausteller. Richtig brandneu war eigentlich das Beast. Das war zum ersten Mal auch in Speyer. Und der Breakdance. Der Breakdance, wir hatten schon öfter einen Breakdance dastehen, aber diesmal war es von einer neuen Firma, von der Firma Spangenberger. Wie lief denn das Geschäft dieses Jahr?
Ja, also wir hatten dieses Jahr natürlich richtig riesen Glück mit unserem Wetter. Wir hatten auch Ostern mit drin und die zwei Wochenenden, die wir auf der Frühjahrsmesse hatten, die waren wirklich tolle Wochenenden und es gab sehr viel Lob und die Beschicker waren durchaus zufrieden. Wie viele Fahrgeschäfte oder Stände gibt es denn? Also wir haben insgesamt auf der Frühjahrsmesse 65 Stände gehabt. Darunter waren dann die Fahrgeschäfte und auch alle Imbissbuden und so weiter. Mhm. Ja. Danke für das Interview und schön, dass Sie uns besucht haben. Gerne. Jetzt gibt es noch mal ein bisschen Musik. Was für ein Thema hast du dir denn eigentlich ausgesucht? Also ich war mit Kamera und Mikro auf Themenjagd. Und unser Thema war die Playmobil-Ausstellung im Historischen Museum der Pfalz in Speyer. Und den Beitrag schauen wir uns jetzt mal an. Wir besuchen heute die Playmobil-Ausstellung im Jungen Museum Speyer. Hier gibt es alles zu sehen, was das Playmobil-Sortiment zu bieten hat. Von einer Dino-Landschaft über eine Märchenwelt bis zu einer lebensgroßen Playmobil-Figur. Es wurden 17.000 Figuren in den Anlagen verbaut. Das ist ganz schön viel. Eine der ehrenamtlichen Vitrinenausstellerinnen mit dem Künstlernamen Elise haben wir vor Ort interviewt. Hallo, ich bin Gudula Osterhoff, ich komme aus Koblenz und ich habe hier in der Ausstellung 40 Jahre Playmobil drei Vitrinen bestückt und zwar zum Thema 1900. Wie war das Leben vor 100 Jahren? Damit ihr Kinder das mal lernt, wie das früher so ausgesehen hat. Und zwar in einer Vitrine seht ihr eine große Häuserzeile und in der anderen Vitrine einen Hafen. Und dann gibt es noch eine kleine Vitrine im zweiten Teil, da seht ihr eine Almwelt mit einer Viehscheid, wie das vor 100 Jahren war, als die Kühe von der Alm abgetrieben worden sind. Wem langweilig ist, der kann sich an den offenen Playmobil-Tischen amüsieren. Was halten Sie von der Playmobil-Ausstellung? Ich finde es eine gelungene Ausstellung. Ich bin das erste Mal hier, habe aber auch schon viel davon gehört. Ich finde es toll, dass man hier verschiedene Sachen sieht, von den Anfängen bis eben heute. Ich finde auch daneben ein bisschen die Zeitgeschichte, die man dabei sieht, viel, was man nachlesen kann auch. Ich finde es also echt eine gelungene Ausstellung, sowohl für Kleine, wir haben noch einen Zweijährigen bis einen 14-Jährigen, als auch für Erwachsene. Also für unsere Familie hat es sich echt gelohnt. Und es ist echt eine schöne Ausstellung und ich kann sie auch nur weiterempfehlen. Zum Schluss sprechen wir mit der Hauptverantwortlichen der Ausstellung, Frau Biasini. Ich bin Ausstellungskuratorin im Jungen Museum, das heißt, ich mache hier Ausstellungen für Kinder und Familien
Und wir haben uns für Playmobil entschieden, weil wir finden, das ist ein prima Spielzeug und das interessiert sowohl die Eltern als auch die Kinder. Wir hatten auch schon vor 10 Jahren eine Playmobil-Ausstellung, die war sehr, sehr erfolgreich. Und deswegen freuen wir uns, dass wir das jetzt nach 10 Jahren zum 40-jährigen Geburtstag nochmal zeigen dürfen. Das Junge Museum gibt es jetzt seit 15 Jahren, also seit 1999. Und wir hatten schon mal Playmobil eben zum 30-jährigen Geburtstag von Playmobil. Das war dann, muss ich rechnen, mal 2003. Wird es auch möglicherweise eine Lego-Ausstellung geben? Vielleicht. Also wir haben jetzt für die nächsten Jahre noch keine geplant, aber wir hatten schon 1997 eine Lego-Ausstellung hier im Historischen Museum der Pfalz. Da gab es das Junge Museum noch gar nicht. Und vielleicht zeigen wir auch noch mal Lego irgendwann. Das finde ich auch ein ganz spannendes Thema. Das war's jetzt von uns aus dem Museum und wir gehen jetzt wieder zurück ins Studio. Wir haben dieses Jahr Jubiläum, denn die Medienwoche wird 25 Jahre und deswegen interviewen wir jetzt Wolfgang Schuch. Ja, okay. Was wollen Sie denn wissen? Ja. Sind Sie zufrieden mit den Beiträgen dieses Jahr? Also ich bin recht zufrieden. Gerade die Einspieler über die Playmobil-Ausstellung, die wir jetzt gesehen haben, ist sehr informativ. Und ja, die Gruppe, die hat es auch erwischt, dass sie gute Interviewgäste spontan auch gefunden hat. Die Frau Biasini, die ist vorher gefragt worden, ob sie da mitmacht, ob sie da bereitsteht. Aber es waren auch andere Gäste da, die Auskunft gegeben haben. Die Trickfilmsache ist eine sehr aufwendige, das habt ihr ja schon erwähnt. Das ist ein sehr mühsames Geschäft. Ne? Es ist so, wir sind da folgendermaßen vorgegangen. Also ich habe den Leuten erklärt, wie man Bewegung in die Figuren bringt. Und die haben dann mal angefangen, eine Geschichte zu machen. Und die sind sozusagen weitergesponnen. Also nicht zuerst ein großes Drehbuch gemacht, sondern zuerst mal Figuren ins Leben gebracht, sozusagen, die lebendig gemacht. Und dann zu gucken, wie fabuliere ich eine Geschichte weiter. Also insofern war das eine sehr interessante Sache. Diesmal mit 16 Teilnehmern, ja. Welcher Beitrag hat Ihnen denn am besten gefallen? Ja, da möchte ich mich natürlich zurückhalten und nicht sagen, wer mir da am besten gefallen hat. Ich muss sagen, die Teilnehmer waren ja sehr unterschiedlich, Jüngere und Ältere. Und natürlich, die Älteren haben natürlich mehr fertiggebracht als Jüngere. Ne? Das muss man auch klar sagen. Also insofern fand ich es im Ganzen gesehen interessante und schöne Beiträge. Was macht Ihnen denn daran am meisten Spaß? Ja, also die Medienwoche finde ich eine interessante Sache. Die offenen Kanäle haben ja die Aufgabe, einerseits Kommunikation im lokalen Nahraum zu fördern. Das heißt, wir filmen Veranstaltungen, wir, das heißt die Erwachsenen, die hier engagiert sind. Ja, ob das jetzt eine Musikveranstaltung ist, ob das jetzt wie am nächsten Dienstag eine Diskussion ist mit den künftigen Vertretern im Stadtrat, also mit den Parteien, die sich um ein Stadtratmandat bewerben, oder ob das jetzt andere kulturelle Veranstaltungen sind. Es gab auch mal Leute, die Sportveranstaltungen gefilmt haben und so Dinge. Das ist mal die eine Aufgabe, die eine Säule der offenen Kanäle. Und die andere Säule der offenen Kanäle ist, wie es so heißt, Förderung der Medienkompetenz. Ne? Das ist ein großes Schlagwort. Das heißt, mit anderen Worten, mit Kindern und Jugendlichen Projekte zu machen, die jetzt einen Durchblick verschaffen, wie Fernsehbeiträge gemacht werden oder wie Trickfilm gemacht wird. Und in den vergangenen 25 Jahren haben wir da auch sehr unterschiedliche Sachen gemacht. Also es war die Idee, Bildschirmmedien ins Visier zu nehmen. Bildschirmmedien ist Fernsehen. Das war Computer gewesen, immer mal wieder. Also nicht nur Schnittprogramme, sondern wir haben dann mal auch einzelne Spiele programmiert und so Dinge. Das war früher mal einfacher gewesen, als es heute ist. Wir haben Musik mit Computer gemacht, ne? Und so ähnliche Sachen, ja. Mhm. Ja, was gibt es noch? Ja? Genau. Werden Sie das nächste Jahr wieder mitmachen? Also wahrscheinlich werden wir im nächsten Jahr wieder eine Medienwoche ausschreiben in den Osterferien, ja. Gut, dann danke für das Interview und jetzt kommt noch mal ein Trickfilm. Öffnet das Tor, Soldaten!
Ding, ding, boom. Ich hätte gerne ein Schwert. Bitte sehr. Ach du meine Güte, was ist hier passiert? Oh nein. Verschwinde oder spring dich um. Hallo, hallo, jetzt stehen Sie doch mal auf. Huch, was ist denn? Ich hätte gerne ein Pferd, das weiß er da drüben. Okay. Danke, bis zum nächsten Mal. Halt, stopp, Hände hoch, das ist ein Überfall. Okay, okay, ich ergebe mich ja schon. Fesseln ihn! Hey, was ist denn jetzt los? Wo bin ich? Okay, Jungs, wir können jetzt gehen. Haha, die blöden Piraten, jetzt hau ich ab. Ich bring dich um. Au. 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 Ja, okay. So, jetzt fragt mal noch. So, das war's jetzt eigentlich. Wir fragen jetzt nochmal, wie hat es euch denn jetzt so gefallen? Also, es war ziemlich toll, auch als Kameramann, dass man dann alles filmen kann. Man hat auch hier viel gelernt. Also, ich fand es sehr toll. Und jetzt so noch mal der Rest. Wie fandet ihr jetzt quasi mal alle zusammen, gut oder schlecht oder... Gut. Sagt einfach mal gut. Perfekt. So, super, gut. Ja. Ich fand's auch gut. Ja. Danke, dass Sie zugeschaut haben. Wir haben alles am Anfang aufgenommen. Ja, so. Okay, unsere Sendung ist gelaufen. Ah, der Abspann läuft noch. Okay. Ja, ich darf mich auch insbesondere bei denen bedanken, die mitgemacht haben, die jungen Leute zu begleiten. Das ist einerseits der Franz Ganninger, der verantwortlich war für die Werkstatt mit Kamera und Mikro auf Themenjagd. Das ist weiterhin die Lena, die bei uns hier FSJ macht. Komm du mal ein klein bisschen in die Bildmitte vor. Du gehörst auch zu den kleineren eher. Ne? Ja. Also du brauchst es nicht vor den Kindern zu verstecken. Du hast insbesondere die Trickfilmanimationen mit angeleitet. Genau. Ne? Ja, du machst bei uns FSJ. Ne? Mhm. Genau. Und da gehören natürlich auch so Dinge dazu. Genau, macht ja natürlich auch Spaß. Hat Spaß gemacht? Ja, es war das erste Mal, dass ich jetzt mit Kindern so eine Arbeit gemacht habe und dafür war es ganz gut, ja, würde ich sagen. Gut, und ich habe die Sache mit angeleitet, die Maria hat das Catering gemacht, dafür dürfen wir auch nochmal danken, da klatschen mal die Kinder, die fleißig Kuchen gegessen haben. Okay, ja, und dann beschließen wir unsere Sendung.